Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Guck mal, was Neues. Naja, nicht ganz neu, verkallen. Single Grain Irish Whisky. The Estate Serie. Issue, Ausgabe 1 von 3. The Mühlhaus. Amarone Cask Finish, Non-Chilled Filtered, 2021. Abfüllung, 46%. Bei Mareike steht Natural Color, nirgendwo auf Verpackung, weder da noch auf der Flasche steht Natural Color, leider. Wir reden jetzt hier von ungefähr 64 € in Deutschland. Bei Mareike ist es noch erhältlich, Whisky Base Nummer 190028. Allerdings in Irland hat die Flasche 75 Euro gekostet und ist schon längst ausverkauft. So, das Erste, was man erwähnen muss, ist einfach die Tatsache, dass überall hier steht Noel Sweeney hier drauf. Each cask is specially selected by Master Distiller Noel Sweeney. Und Noel hat jetzt hier zum Anfang Januar die Powers Court, das ist die Mutterkonzern, Distillery verlassen. Wo er jetzt hinkommt, noch nicht bekannt. So, auch auf der Rückseite hier steht 2008, Master Distiller Noel Sweeney überwacht die erste Destillat von der Powers Court Distillery. So, Powers Court ist der Name der Brennerei, allerdings, die werden ihre Whisky wahrscheinlich hüten davor, es Powers Court zu nennen, weil es ein Powers schon gibt vom Irland und die haben wahrscheinlich keinen Bock, Pernod Ricard und deren ganzen Irish Distillers Anwälten da im Hals zu kriegen. Also von daher haben sie ganz bewusst diese Bezeichnung für Cullen hier gewählt. Gut, womit möchte ich es vergleichen? 75 in Irland, 64,90 in Deutschland und aus irgendeinem Grund bei Dom Whisky in Polen kostet der nur noch 58. Also weiter östlich, umso billiger. Naja, gut. Was habe ich hier? Ich habe vom Clonakilty, ich habe ein Single Grain auch. Ich habe allerdings ein Cask Finish aus dem Bordeaux-Fass. Hier habe ich 43,6. Hier habe ich 46%. Das ist Batch Nummer 1. Was für mich interessant war, diese Finish hier hat 43 € gekostet. Und damals habe ich, also das ist schon 2 Jahre her, gedacht, oh, ein 43 € ist viel Geld für einen Grain Whisky. 75 € in Irland. Also die Preise sind einfach mal momentan verrückt, um das nicht anders auszudrücken. Ja? Also man nimmt einfach den Preis, den man nehmen sollte, und 50% obendrauf und dann ist das Minimum, was denn da zu zahlen wäre. So, Bordeaux. Amarone, französisch, italienisch. Amarone, also eine ganz trockene Rotwein, schmeckt mir gar nicht so als Wein, aber allerdings deren Fässern hier beim Whisky hervorragend, passt sehr gut. So, was haben wir hier? Wir haben hier tatsächlich, oh, ich könnte genauso gut bei Mareike das hier ablesen. So, hier steht, der Forcullen Millhouse Single Grain Amarone Finish ist eine Vermählung aus Single Grain Whiskys aus dem Jahr 2010, 2011, 2012. Okay, wenn es 2021 abgefüllt wurde, 9 Jahre alt ist das. Es gibt 9, 10 und 11 Jahre alte Single Grains, die vermählt wurden. Und dann bekam diese Whisky für 18 Monate ein zusätzliches Finish in eine. Tatsächlich Amarone Fass. Damit hat man die Holznoten vanillig, damit sollte man den oder Bourbon Noten vanillig, Holznoten und Amarone Noten sollten eine perfekte Kombination jetzt hier erzeugen. Schauen wir mal. Grain, hell, vanillig, fruchtig und eine leicht herbe Beere, also ich sage einfach eine Himbeere, eine saure Himbeere. Gibt es saure Himbeeren? Ja, wahrscheinlich schon. Bisschen rote Beere, bisschen Himbeere. Hier der Bordeaux. Anders.
Auch der Grain ist anders. Auch da ist die Frage, wo beziehen Sie jetzt hier Ihre Grain? Hier bin ich hundertprozentig sicher, dass es von Cooley kommt, weil da steht tatsächlich, dass Master Distiller Noel Sweeney das destilliert hatte. Also das war, er war damals zuständig für den Pot Still wie auch für den Single Malt. Haben die Pot Still da gemacht bei Teeling? Also bei Teeling, bei Cooley? Die haben für Single Malt und für Grain Whisky war er zuständig. Und er hat 2010, 11 und 12 dort gearbeitet und das dann produziert. Bravo. Schade für Powers Court, dass er weggegangen ist. War, das war einer deren Werbeträger, also ein Bannerträger für diese Brennereien, hat denen das legitimiert oder Legitimation gegeben dann da. So, hier leicht staubige. Also für mich, das ist eher ein Grain, der mit Mais gemacht wurde und das ist eher ein Grain, der mit Weizen gemacht wurde. Also ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich herausriechen kann. Da musste ich praktisch Julia Nornheimer fragen. Sie war hier beteiligt daran und sie kennt sich hier aus. Ich bin nicht sicher, ob mir der Amarone hier wirklich gut gefällt. Tschüss. Also Preis gefällt mir wenig, wenig, muss ich sagen. Ja, bärig. Auf einer Seite finde ich es gut, dass sie solche Produkte rausbringen. Auf der anderen Seite finde ich es sehr schlecht, dass sie solche Produkte rausbringen, weil die werden nie solche Produkte produzieren können. Bei Powers Court haben sie drei wunderhübsche Pot Stills und auf dem Pot Still kann man kein Grain produzieren. In der Zukunft werden sie sich tatsächlich hier gänzlich auf Single Malt und Single Pot Still konzentrieren, zweifach und dreifach, hauptsächlich dreifach. Und dann bringen sie jetzt vorher einfach Produkte auf den Markt raus. Nur weil Noel Sweeney Zugang zu diesen Fässern hat. Single Grain. Und jetzt machen wir ein kleines Finish da drauf und dann baba, haben wir das. Und ich finde es so schade. Stell mal vor, irgendjemand würde sagen: Oh, mein Lieblingswhisky von Fair Cullen ist genau eben dieses. Ich finde diese wunderschöne, weiche, vanillige Grain-Moment wunderschön ergänzt durch ein Fass, der einfach aus Amarone, der eine rote Beerennote dazu gegeben hat. Mann, ich freue mich, bis ich endlich deren eigene Whisky so verkosten kann. Wird nie geschehen. Die werden selbst nie ein Whisky herstellen können. Denen fehlt diese Column Still, diese kontinuierliche Brennanlage da. Und die werden nie ein Whisky wie das herstellen können. Und deshalb finde ich es schade, dass sie überhaupt so ein Produkt hier auf den Markt gebracht hat. Ich hätte mich mehr gefreut, wahrscheinlich anderen auch, hätten sie einen Single Malt auf den Markt gebracht, der 11 Jahre alt war, mit einer Amarone-Finish. Aber die Fässern waren entweder zu teuer oder gar nicht verfügbar und deshalb stattdessen gibt es für den das hier. Ja, so ein bisschen diese Grundenttäuschung ist bei mir schon. Gilt Clonakilty Kilty genauso. Die haben auch noch Pot Stills. Die werden nie im Leben ein eigenes Grain herstellen können. Ich lache, weil das so viel mehr entspricht, was ich gerne trinken würde. Ich sage einfach hier. Ich finde das sehr, sehr lecker. Das hier ein bisschen dünn. Also die 46%, das ist das Erste, was ich gedacht habe. Auch tatsächlich ein bisschen dünn hier auf der Brust. Das überrascht mich massivst. Und der Ausgabepreis von 75 €, 64 in Deutschland, für eine No-Age-Statement, also rechnerisch 11 Jahre alt. Ich könnte hier haben Würze, Vanille, Honig mit etwas Zitrone, habe ich nicht. Kiwi habe ich nicht. Reife Pfirsich und etwas Zimt. Zimt habe ich auch nicht. Geschmack ist weiche Textur, Honig und Zimtsüße, Fruchtcocktail
und Milchschokolade. Milch habe ich auch nicht, Schokolade. Und Nachklang war anhaltend, lang anhaltend, nee, mittel. Süß, früchtige Süße, etwas trocken. Es ist schon erstaunlich, wie. Ah, jetzt leichte Zimtnoten. Wie dünn diese Whisky hier ist. Und ich würde sagen, und weg. Also das mit dem Finish hier. Ja, also Preis-Leistung, no go. Sorry. Investiere nicht 64,90 € in diese Flasche. Es sei denn, du bist ein Powers Court Liebhaber und du willst einfach alles gehabt haben, ja? Also, oder kauf sie alle drei aus Set. No Sweeney's weg. Vielleicht steigen sie sogar in Wert. Ich weiß es nicht. Honig. Vanillig. Fruchtig. Hinten raus, na, könnte ich fast leicht trocken sagen. Ich schwanke zwischen 3 minus und 3, aber es ist ein 3er Whisky. Ja, ich habe Hoffnung gehabt, dass es ein 3 plus, 2 minus, wie auch immer ist, aber es ist eine 3er Whisky. Tendenz 3 minus. Das hier gibt es, glaube ich, lange nicht mehr. Habe ich hier. Gibt es auf meiner Sample-Liste. Unten ist ein PDF, könnt ihr anschauen. Viel mehr an Geschmacksexplosion, viel mehr an eine Süße, weniger Malzigkeit, aber eine Süße, ein Honig, eine Viskosität, eine Dickflüssigkeit, beschichtend, schön. Das ist einfach ein bisschen enttäuschend, ja, ein bisschen flach, ein bisschen zart. Am Ende, also zart bitter würde ich was sagen, ein bisschen zart bitter Beerenmoment, aber nicht wirklich hier. Wow, ein Whisky. Preis-Leistung 4. So, meine Frage des Tages ist: Single Grain aus Irland, nicht aus Schottland, nicht aus Amerika, weil fast alles denn da könnte man als Single Grain bezeichnen. Single Grain, was gefällt euch am besten aus Irland? Ist das eine ein Kilkerren? Ist nicht richtig. Ich muss auf meine Liste schauen. Wie heißt das jetzt hier? Ich glaube, ich habe das sogar noch. K hier. K. Kilbegan. Wow. Boah, Jason, das hat gedauert. Ist das der Kilbegan? Ist das jetzt hier eine Clonakilty? Ist das jetzt hier ein Forcullen? Ist das jetzt hier, wo habe ich noch Single Grain hier auf meiner Liste? So, Single Grain. Blackrock Single Grain habe ich hier noch von Mareike. Ballyhoo Irish Grain Whiskey von Connacht habe ich hier auf meiner Liste noch. Was habe ich hier noch für Grain hier? Ich glaube, ich habe Irish Whiskey Wochenende, Sonderabfüllung. Ein Grain Whiskey von Great Northern. Wow, ich habe mehr Grain aus Irland hier, als ich dachte. So, und das war's. Nehme ich schon stark an. Gut. Und Busker, das ist der Name von der Brennerei aus vom Royal Oak Busker. Ein Straßenmusiker. Gut, also was ist euer Lieblings-Single Grain aus Irland? Habt ihr überhaupt schon was gehabt? Erzähl mal, schreibt es einfach in Kommentare darunter. Würde mich interessieren, wenn du aus Irland es nicht schreiben kannst, schreib es aus deinem Land. Ob es Schottland ist oder Deutschland. Manchmal macht Deutschland tatsächlich Single Grain. Das stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Alles Gute euch, jeden Tag 17:30 Uhr ein Verkostungsvideo. Manchmal sehr direkt, manchmal sehr begeistert, manchmal ein bisschen eher durchhängend wie hier bei so etwas, wo ich einfach meine Begeisterung nicht einfach mal aufbringen kann für diesen Produkt.
Und manchmal gibt es sogar auch, besser gesagt, jeden Sonntag 21 Uhr ein Livestream mit dem Gast. Und das macht viel Spaß, einfach da zu interagieren. Alles Gute euch, Whiskey Jason hier. Ciao.